Innovation entsteht dann, wenn sich Menschen begegnen und austauschen. Und wir wünschen uns, dass der Innovationspakt Dübendorf so ein Ort der Begegnung wird für Leute aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und dass es eine Ausstrahlung hat auf den ganzen Innovationsplatz Schweiz. Zürich ist bereits heute ein wichtiger Innovationsstandort weltweit gesehen. Das sagen mindestens viele Rankings in dieser Welt. Wir werden aber nicht unbedingt, dass das wahrgenommen international. Und ich hoffe, dass der Innovationspark das endlich ändert und zum Leuchtturm wird für Innovation in dieser Region. Ich könnte mir sagen, der Innovationspark ist wie ein neues Gen in unserer Schweiz DNA. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir einen Innovationspark haben, wo die Wettbewerbsfähigkeit regional, aber auch international weiter stärken kann. Der Innovationspark Dübendorf ist ein Generationenprojekt für die Schweiz. Wir sind heute in der beneidenswerten Situation, dass wir auf jeder Statistik in Sachen Innovation und Produktivität auf dem Platz Nummer 1 sind. Es gilt aber sicherzustellen, dass wir auf diesem Platz bleiben. Und da wird es ganz, ganz wichtig sein, dass wir ein Forum schaffen für die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Bildungsinstitutionen. Als Hightech-Unternehmen, das mitten in Zürich produzieren tut, sind Innovationen für uns ganz wichtig. Innovationen, wie der Name schon sagt, sind im Innovationspark richtig angesiedelt. Darum ein klares Bekenntnis zum Innovationspark in Dübendorf. Der Innovationspark in Dübendorf ist für mich einer der wesentlichsten Mosaiksteine, wenn es darum geht, unsere Innovationskraft weiter zu stärken und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder gar auszubauen. Es passiert ja viel Innovation in diesem Land, aber dass man das in dem Innovationspark fühl- und erlebbar macht, das scheint mir sehr wichtig. Der Innovationspark Zürich soll ein Ökosystem werden mit den bestmöglichen Voraussetzungen fürs Entstehen und fürs Wachstum von Innovationen. Ein Innotop in Anlehnung an ein Biotop, wo auch unsere Animals und unser Start-up können sich entwickeln und wachsen und gedeihen in einem optimalen Umfeld. Viele Unternehmen, die sich in diesem Wirtschaftsraum ansiedeln, fangen einmal an mit einer technologischen Kooperation. Und wo könnten sie besser andocken als im Innovationspark? Der Innovationspark ist die Zukunft. Innovation ist das, was man erfindet für die nächste Generation. Und darum ist es wahnsinnig wichtig, dass wir im Kanton Zürich eben so einen Innovationspark machen, wo unsere ganze Innovationskraft bündelt und eben für die nächste Generation bereitstellt. Auf dem Areal des Innovationsparks Zürich werden Unternehmungen und Forschungsinstitutionen eng zusammenarbeiten. Der Innovationspark soll ein Ort sein, wo Wissenschaft und Industrie aufeinandertreffen, wo sie sich austauschen können. Der Innovationspark wird ein wichtiger Standortvorteil für die Schweiz sein. Und der Innovationspark Zürich bietet meines Erachtens sehr gute Voraussetzungen, damit das auch Früchte trägt, damit Unternehmungen auch morgen in der Schweiz in Forschung und Entwicklung investieren. Sie alle kennen den Matschiwürfel, die WC-Enten, aber auch die Zelloform, den Turbolader, Beamer oder Doodle. Alles Innovationen, die in Zürich erfunden worden sind und heute auf der ganzen Welt bekannt sind und in unserer Region heute zum Wohlstand beitragen. Die Zürcher Kantonalbank möchte, dass auch in Zukunft Firmen in Zürich Innovationen machen und unterstützt deshalb mit Überzeugung den Innovationspark in Dübendorf. Und dann muss es jedes Jahr einen Schritt weitergehen. Wir können nicht zaubern, wir können das nicht in 3 oder 4 Jahren anstellen. Aber die Erwartung ist schon, dass wir in 15, 20 Jahren etwas Einmaliges gemacht haben, generationenübergreifend, das weltweit Ausstrahlung hat.